Fellner. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig. Unparteiisch. Und wirklich kritisch. Fellner. Live. Hartwig Löger, der neue Finanzminister zum Familienbonus, Steuerentlastungen und geplanten Einsparungen. Ja, hallo bei Fellner live auf OE24TV. Bei uns zu Gast, muss man sagen, eigentlich der wichtigste Minister dieser Regierung und der wichtigste Minister für die Österreicher vor allem. Der nämlich darauf schaut, dass wir hoffentlich bald mehr Geld im Börse haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend, Hartwig Löger. Schönen guten Abend, freue mich für die Einladung. Zum ersten Mal zu Gast bei uns im OE24TV-Studio. Freut uns umso mehr, dass Sie hier sind. Lange Jahre bei der Unica Österreich CEO gewesen, jetzt in die Politik gewechselt, seit 3 Wochen ungefähr Finanzminister. Vielleicht zum Start einmal, haben Sie sich so vorgestellt, die Rolle des Finanzministers, oder gibt es das eine oder andere, was im Finanzministerium etwas träger vorangeht als in der Privatwirtschaft? Also derzeit in den ersten 3 Wochen, würde ich sagen, ist die Dynamik in der Politik unmittelbar sogar deutlich höher, ja, als in der durchaus ja schon über viele Jahre auch für mich erfahrenen Situation im Bereich der Versicherungswirtschaft, zuletzt dann in Summe 15 Jahre bei der Unica. Also ich würde jetzt noch nicht den unmittelbaren Vergleich ziehen können, weil natürlich gerade die ersten Tage und Wochen jetzt als Finanzminister mit dieser neuen Regierung, auch mit dieser doch sehr auch dynamischen Startphase, schon eine Intensität haben, die man gar nicht in Vergleich bringen kann. Sie sind der Minister, der in dieser Regierung derzeit für die Ansagen zuständig ist, für die großen Ansagen. Zuerst, da kommen wir dann nachher drauf, die Einsparungen, die Sie bei der Klausur angesagt haben, die kommen sollen. Und jetzt diese Woche das große Thema, der Familienbonus. 1.500 Euro pro Kind sollen da kommen. Jetzt die erste Frage, ab wann kommen die jetzt und ab wann spürt es der Österreicher, die Österreicherin wirklich in ihrem Geldbörsel? Also vielleicht vorweg auf Ihre Einleitung auch Bezug nehmend. Also ich glaube, dass es nicht nur die Ansagen sind, die jetzt kommen. Wir haben von Beginn an klargelegt, dass wir sofort Maßnahmen setzen in dieser Regierung, um unser Programm auch in die Wirkung zu bringen. Da gab es auch schon das erste Feld im Bereich der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, die wir gesenkt haben. Das war einmal die erste Initiative schon im ersten Ministerrat. Wir haben jetzt auch angesprochen, dieses große, wirklich wirkungsvolle Thema des Familienbonus, wo wir wissen, dass wir damit für viele Familien in Österreich und für sehr viele Kinder, 700.000 Familien, 1,2 Millionen Kinder eine deutliche Entlastung bringen können. Und ich freue mich darüber, dass ich als Finanzminister sehr deutlich das in den Vordergrund stellen kann, weil es uns wirklich darum geht, für die Familien in Österreich diese Entlastung auch spürbar zu machen. Und wie Sie es einleitend gesagt haben, dafür zu sorgen, dass mehr Geld zum Leben bleibt, dass mehr Geld auch da ist, dass man sich erarbeitet und über die Beiträge, die ja auch dann gebracht werden, auch in dem Bereich dann wirklich verdient hat. Der Familienbonus selbst, ja, 1.500 Euro pro Kind pro Jahr als Absatzbetrag, daher direkt auch unmittelbar wirklich in der Gesamtwirkung, Nettowirkung. Und in dem Bereich werden wir ab Jänner 2019 dann auch diesen Familienbonus in die Wirkung bringen. Das heißt, ab Jänner 2019 tritt er dann wirklich in Kraft, weil es gab ja auch Überlegungen, dass das vielleicht schon ein bisschen früher sein könnte, also Stichwort zweites Halbjahr. Es ist unser Thema, dass wir hier jetzt nach dem Ministerratsbeschluss die Grundlagen detaillieren und dann auch den Gesetzesvorschlag entwickeln. Und wir gehen davon aus, und das ist der Plan, dass er ab Jänner 2019 in der Wirkung sein wird. Entweder in der Form, dass man ab Jänner in der Lohnverrechnung monatlich das auch schon entsprechend in Anspruch nimmt oder möglicherweise einige auch über die Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2019 dann entsprechend gesamtheitlich im Nachhinein in Anspruch nehmen. Jetzt gibt es ja auch einige Fragezeichen rund um diesen Familienbonus, nämlich was passiert beispielsweise mit jenen Alleinerzieherinnen oder Alleinerziehern, die keine Steuern zahlen. Wie kommen die zu diesem Familienbonus? Steigen die vielleicht sogar schlechter aus als mit der jetzigen Regelung? Also wir haben klar fixiert, auch jetzt im Ministerrat die Grundlage beschlossen, es wird niemanden geben, der schlechter aussteigt. Also wir haben aber auch... Also und Sie können ausschließen, dass es Familien in Österreich geben wird, die mit der neuen Regelung schlechter aussteigen als mit der alten? Das traue ich mir vorweg in dieser Form fixieren. Wobei, wie gesagt, die Detaillierung auch der Ausarbeitung jetzt für die Gesetzesvorlage kommt. Ja, aber dieses Grundprinzip ist gelegt. Wir haben hier ja die Basis von Beginn an mitkalkuliert mit den 1,5 Milliarden, die wir dafür einsetzen, um diese Entlastung auch möglich zu machen, dass wir hier auf der einen Seite, und das ist mir wichtig, wir kommen aus der Richtung der Entlastung.
Es geht hier nicht darum, sozusagen ein Fördersystem in dem Bereich zu bereichern, sondern es geht darum, dass wir den Menschen Entlastung geben, die über Steuern und Abgaben auch derzeit entsprechend viel Beitrag liefern. Das Ziel dahinter, das große Ziel, das wir definiert haben im Regierungsprogramm, ist ja die Steuer- und Abgabenquote auf unter 40% zu senken. Und daher dienen diese Maßnahmen, auch die schon vorher erwähnte und gerade der Familienbonus dazu, Entlastung für jene zu geben, die auch im Bereich der kleineren, mittleren Einkommen durchaus jetzt hohe Beiträge in diese Richtung des Systems zahlen. Und über den Familienbonus geben wir jetzt ein deutliches Signal auch der Entlastung. Und wir haben aber, und das ist ja von Beginn an geplant gewesen, auch im Ansatz der 1,5 Milliarden, dass wir auch dort, wo es um das Thema Alleinerzieherinnen, Alleinerzieher geht, aber genauso um Alleinverdienerinnen und Alleinverdiener in kleinen Familien, auch dort wird es eine entsprechende Lösung geben, die wir auch in dieser Form dann berücksichtigen. Wie die konkret aussieht, gibt es da schon etwas, was Sie uns verraten können? Also es geht da in den Bereich hinein. Es gibt dort bereits jetzt in Form eines jeweiligen Absatzbetrages die Möglichkeit einer Unterstützung. Und wir denken daran und arbeiten an der Lösung, dass wir dort auch eine entsprechende Höherdotierung möglich machen, um auch dort eine direkte Wirkung zu haben. Jetzt der Kritikpunkt, den ja vor allem die Opposition angebracht hat, ist, dass Besserverdiener bei diesem Familienbonus besser gestellt werden als Kleinverdiener, die zumindest die Berechnungen der Opposition zufolge schlechter aussteigen. Also das Grundprinzip, das ich vorher genannt habe, ist Entlastung derer, die in das System Beiträge liefern und damit Abgaben und Steuerquote senken. Hier haben wir aber gleichzeitig auch bewusst es so angesetzt, dass auch schon bei kleinen Einkommen, und wir reden im konkreten Fall beim Familienbonus davon, dass alle, die im Monat auch jetzt beispielhaft 1.700 Euro brutto verdienen, zur Gänze, wenn sie darunter verdienen, zur Gänze steuerbefreit sind und bereits ab 1.700 auch in der Form einer Alleinerzieherin, Alleinerzieher bereits die volle Wirkung dann in dem Bereich gegeben sein wird. Jetzt haben Sie ja neben dem Familienbonus, ich habe es eingangs eh schon kurz angekündigt, auch eine zweite große Ansage. Also Sie sagen, den Ansagen werden auch Taten folgen. Wir werden die Regierung dann daran messen. Aber Sie haben sozusagen bei der Regierungsklausur noch einen zweiten großen Punkt präsentiert, und zwar einen strikten Sparkurs, den Sie angekündigt haben. Das sind 2,5 Milliarden, die Sie aus dem System holen wollen, wie Sie gesagt haben. Wo genau sollen diese 2,5 Milliarden herkommen? Erste Frage. Und vielleicht darauf anschließend, warum soll das jetzt auf einmal funktionieren und warum ist das nicht die letzten Jahre schon passiert? Weil das Finanzministerium ist ja nicht erst seit gestern bei der ÖVP. Ja, erlaube mir, ich komme auf die zwei Fragen sehr konkret an. Wichtig ist, glaube ich, einleitend auch zu erkennen, dass genau dieses Grundprinzip greift. Wir entlasten auf Seite der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, ja, und finanzieren das aus dem heraus, dass wir im System in der Verwaltung sparen. Und das ist das, was ich immer einleitend auch formuliert habe, eine ehrliche Entlastung. Es geht uns darum, dass wir nicht auf der einen Seite entlasten und auf der anderen Seite in der Tasche bei den Bürgern wieder die Refinanzierung durch andere Belastungen, Steuern oder sonstige indirekte Elemente in den Abgabenbereichen erhöhen, sondern wir wollen diese Entlastungen mit 1,5 Milliarden der Familienbonus, auch die anderen Maßnahmen, die kleineren, die schon gesetzt sind, und weitere, die folgen werden, durch direkte Sparelemente im Verwaltungssystem erreichen. Die von Ihnen auch schon angesprochene Dimension. Ja, wir haben für das Doppelbudget 2018 und 2019 jetzt schon im Ministerrat im Rahmen der Regierungsklausur von voriger Woche eine Fixierung über die Eckpfeiler getroffen. Das war mir sehr wichtig, dass wir auch in der Budgeterstellung der nächsten Wochen, bis Ende März werden wir das Budget vorlegen. In den nächsten Wochen haben wir aber schon die Grundlage aller Ministerien, in welchen Bereichen die 2,5 Milliarden eingespart werden. Ein wichtiger Faktor dabei, die Verwaltungskosten bis zu 1 Milliarde. Da haben wir analysiert über die letzten 3 Jahre die Detailbudgets der einzelnen Ministerien und erkennen, dass wir dort auch im Bereich der Unterausschöpfungen oder nicht sozusagen Ausschöpfungen die Möglichkeit haben, direkte Einsparungen zu setzen. Das ist auch abgestimmt jetzt mit allen Regierungsmitgliedern. So gesehen können wir das schon als Grundlage nehmen.
Ja, darüber hinaus haben wir erkannt, dass wir beispielhaft im Bereich der ausgelagerten Bereiche über die Ministerien, das ist nicht linear, aber unterschiedlich dotiert, aber wir werden auch dort deutliche Einsparungen nehmen können. Die Kosten haben sich dort vor allem im Personalkostenbereich überproportional gesteigert in den letzten Jahren. Und dort haben wir auch einen Betrag, den wir mit rund 140 Millionen ansetzen können. Und ja, wir haben uns auch fixiert, dass wir bei den Bundesförderungen quer drüber, über alle Bereiche, 5% an Einsparung setzen werden im Budget 18-19. Das sind auch rund 190 Millionen, die wir in diesem Bereich holen können. Daneben gibt es noch kleinere Elemente, wie zum Beispiel im Bereich der Mieten. Durch die auch Integration der Bundesimmobiliengesellschaft in den Bereich des Finanzministeriums haben wir erkannt, dass es auch dort ein Potenzial von rund 50 Millionen gibt. All diese Maßnahmen zusammen geben uns die Chance, einmal den Großteil dieser 2,5 Milliarden zu holen. Und auch dazu gesagt, teilweise ist es auch so, dass wir bei aus unserer Sicht entbehrlichen Maßnahmen, die auch in der letzten Regierung gesetzt wurden, auch Einsparungen direkt nehmen können, die uns rund noch einmal eine Milliarde bringen. Und so gesehen sind diese 2,5 Milliarden vom Pfad her abgesichert und werden in den nächsten Wochen in den Detailbudgetgesprächen fixiert werden. Mhm. Wir sind gleich wieder da. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Dann sprechen wir darüber, was Sie eigentlich zur Kritik der Opposition sagen, die ja der Meinung ist, das Budget würde ohnehin Richtung Nulldefizit sich bewegen, auch ohne Regierung, und es ist zu wenig ambitioniert. Aber wir werden gleich hören, was der Finanzminister dazu sagt. Und vor allem, was uns alle natürlich am meisten interessiert, wann kommt die Steuerreform und wann spüren wir die in unserem Geldbeutel? Ganz kurze Werbepause und dann sind wir gleich wieder zurück. Fellner. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig. Unparteiisch. Und wirklich kritisch. Fellner. Live. Hartwig Löger, der neue Finanzminister zum Familienbonus, Steuerentlastungen und geplanten Einsparungen. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live auf OE24TV. Bei uns zu Gast heute zum ersten Mal auf OE24TV der neue Finanzminister Hartwig Löger, der neue Sparmeister der Republik, wenn man so sagen darf. Allerdings sieht die Opposition das ein bisschen anders. SPÖ-Chef Christian Kern hat der Regierung zuletzt vorgeworfen, die Sparziele sind viel zu wenig ambitioniert und der jetzige Budgetpfad würde sich auf Grund der Konjunktur ohnehin ergeben und sozusagen, das hat jetzt der Kern gesagt, wenn man das Ganze auf Autopilot laufen lässt, dann würde man dorthin kommen, was Sie jetzt einmal vorgeschlagen haben. Ist dieses Budgetziel zu wenig ambitioniert und warum nehmen Sie sich kein Nulldefizit vor? Vielleicht noch zur Einleitungsformulierung, ich sehe mich nicht als der Sparmeister. Ich wurde, und das gefällt mir deutlich besser, als Entlastungsminister auch schon in der Form begrüßt. Und ich glaube, diese auch vorher angesprochene Wechselwirkung ist wichtig. Es geht um Entlastung einerseits, ja, und dann diese wirklich durch ehrliche Sparen im System auch zu realisieren und zu refinanzieren. Aber vielleicht auf die direkte auch Kritik des ehemaligen Bundeskanzlers und jetzt Klubobmanns der neuen Opposition. Ja, wenn es so einfach und leicht war, warum hat das nicht auch selber schon vorher geschafft? Und vielleicht ein Missverständnis, das offensichtlich auch bei der Opposition in der Form vorherrscht. Wir haben auch eine, ja, das sage ich dazu, erfreulich positive Rahmensituation über die Konjunktur, ja, die sehr positiv sich entwickelt hat. Wir haben hier auch durchaus für das kommende Jahr oder dieses Jahr 18 noch eine bis das Wirtschaftsforschungsinstitut, und ich habe heute den Herrn Badelt auch getroffen am Vormittag, der bestätigt, dass wir bis Mitte des Jahres möglicherweise bis in das dritte Quartal eine gute, stabile Basis der Konjunktur haben werden, um dann aber davon ausgehen zu müssen, dass die Prognose dann wieder in Richtung 2% sich zurückentwickelt. Also es ist nicht so, dass das jetzt alles schon für die nächsten Jahre gegessen ist. Das Zweite ist, und das ist auch ein wichtiger Ansatz, ich habe schon einmal darauf hingewiesen, wir haben in Österreich auch eine überdurchschnittlich hohe Inflation, die auch gleichzeitig für die Kosten des Bundes bedeutet, dass wir im Vergleich zu anderen Staaten zwar auch ein höheres Konjunkturwachstum haben, aber gleichzeitig höhere Inflation, dass auch die Kosten des Bundes im Bereich der Personalkosten und auch anderer Kosten nach oben treibt. Und gleichzeitig, und das ist das wichtigste Element, es gibt einen Stabilitätspakt. Und wir haben eine extrem hohe Schuldenquote. Wir haben die Notwendigkeit, diese nach unten zu bewegen. Und wir sind verpflichtet,
wenn wir eine sehr positive Konjunkturentwicklung haben und hohes Wachstum haben, dass wir überproportional auch dann entsprechend in diese Maßnahme entschuldungsmäßig rein müssen. Das heißt, wir nennen es intern eine Art Konjunkturdividende, die wir zu leisten haben, weil wir überproportionales Wachstum haben. Das heißt, es wäre sehr simpel gesprochen, ja, gar nicht möglich, ja, hier sozusagen alles nur zu nützen, um diese Entlastungsmaßnahmen in dem Bereich zu entsetzen. Und ich sage es dazu, der Herr Professor Badelt, als Unabhängiger des Wirtschaftsforschungsinstituts, hat mich sogar als mutig bezeichnet. Genau im Gegenteil, er hat gesagt, sie sind mutig, mit dem Defizitansatz von 0,5 in die nächsten 2 Jahre zu gehen, weil er auch aus seiner Sicht heraus trotz dieser positiven Konjunktur auch diese anderen Faktoren sehr wohl erkennt. Ist das Nulldefizit dennoch Ihr Ziel? Absolut. Ja. Und das ist klares Ziel für mich als Finanzminister von Beginn an, ja, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Es ist ja auch die Grundlage, dass wir langfristig, ja, auch nachhaltig für Österreich eine gute Finanzlage schaffen. Und ich habe 3 Eckpunkte. Das eine ist die Entschuldung, ja, und da mag auch der ehemalige Bundeskanzler darüber nachdenken. Wir haben eine Verschuldung, eine Staatsverschuldung, die deutlich über 80% liegt. Das ist ein Niveau, das wir nicht nur aufgrund der Kriterien, die wir vorgegeben haben, sondern auch unserem Eigeninteresse langfristig auch für unsere Kinder und Kindeskinder entsprechend abbauen müssen. Ihr Ziel ist auf 70% zu kommen, wenn ich sogar das richtig verstanden habe. Unter 70% ist meine persönliche Zielsetzung. Und bei den Maastricht-Kriterien eigentlich 60% Maastricht vorschreiben. Maastricht schreibt 60 vor. Wir werden das aber in den nächsten Jahren auf unter 70% entwickeln. Das ist unsere Planung, unsere Prognose. Gleichzeitig aber, und das ist ja das, was wir auch unseren Bürgerinnen und Bürgern in Österreich schuldig sind, auch die Steuern- und Abgabenquote unter 40% zu senken. Das heißt, diese Entlastung, ja, sozusagen nicht wieder aus budgetären Mitteln zu refinanzieren, sondern durch ehrliche Sparmaßnahmen im Bereich der Verwaltung und in Summe gesehen damit ein ausgeglichener Haushalt. Ja, das Nulldefizit oder vielleicht sogar ein positiver Faktor im Ergebnis ist das klare Ziel. Aber jetzt gilt es auch, diese Entlastungsmaßnahmen in die Wirkung zu bringen, um den Österreichern wieder eine Perspektive zu geben und auch den Glauben in die Richtung zu bestärken, dass wir in der Lage sind, auch Leistung zu belohnen und die Last der Österreicherinnen und Österreicher, was Abgaben und Steuern betrifft, zu reduzieren. Wenn Sie sagen, Nulldefizit ist das Ziel, ab wann? Also aus heutiger Sicht gehe ich davon aus, wenn wir in den nächsten beiden Jahren konsequent, und das werden wir mit dem Budget 18 und 19 auch klar zum Ausdruck bringen, in der Lage sind, diese Einsparungen aus dem System zu ziehen, gleichzeitig auch die Maßnahmen, die wir jetzt gesetzt haben, beispielhaft Familienbonus, damit refinanzieren, dann gehe ich davon aus, dass wir nach 2 Jahren in der Lage sein werden, auch tatsächlich den ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Also nur Defizit ab 2020 wäre das. Gehe ich davon aus. Okay. Jetzt haben Sie selber gesagt, Entlastungsminister, als den Sie sich auch sehen. Da ist natürlich gleich die Frage, die im Raum steht, die Steuerreform. Diese Regierung ist ja angetreten, beide Parteien in diesem Wahlkampf, mit einer großen Steuerentlastung, die man versprochen hat. Diese Steuerentlastung wird jetzt voraussichtlich nicht dieses Jahr kommen. Wann können wir denn jetzt mit einer Steuerreform rechnen und wie soll die ausschauen? Also wir haben es bewusst in 2 sozusagen Geschwindigkeiten geteilt. Wir wollen jetzt einmal mit den Sofortmaßnahmen, Arbeitslosengeld, Versicherungsbeitragssenkung und Familienbonus, 2 wichtige Signale geben, in welche Richtung wir gehen. Die große Steuerstrukturreform wird einen Zeitraum in Anspruch nehmen in der Planung. Wir arbeiten jetzt schon daran, auch gemeinsam mit meinem Staatssekretär Hubert Fuchs, wo wir wirklich das Gesamtsystem neu ausrichten. Wir haben, und das ist ja in vielen Kommentierungen, auch Hannes Androsch, der das auch entsprechend begleitet, kommentiert hat, über 30 Jahre, 160 Novellen und Reformen permanent im Bereich der Steuerreform. Wir haben jetzt ein Gebilde. Ich habe auch schon mit dem Präsidenten der Wirtschaftstreuhänder und Steuerprüfer gesprochen, die selber zugeben, teilweise als Experten, dass sie nicht mehr in der Lage sind, dieses Konstrukt, ja, in Wirklichkeit so zu durchschauen im Sinne der Maßnahmen und Sonderregelungen. Das heißt, wir wollen hier eine transparente, möglichst einfache, klare, völlig neue Tarifstruktur setzen und in Verbindung damit auch den nächsten großen Schritt der Entlastung,
Wir sprechen hier von rund 3 Milliarden Euro, die wir als Mindestansatz für diese Entlastung planen, für kleinere und mittlere Einkommen, auch genauso wie die Sofortmaßnahmen in der Zielrichtung in diesem Bereich in die Wirkung bringen. Das soll in der Wirkung sein ab 2020. Das heißt, wir arbeiten jetzt im Jahr 18 und Beginn 19 die Grundlagen auf, um eine echte Tarifreform zu haben und dann ab dem Jahr 2020 in die Umsetzung zu gehen. Das heißt, 2020, wenn ich das richtig verstanden habe, soll der erste Teil der Steuerreform in Kraft treten mit einem Entlastungsvolumen von 3 Milliarden Euro für kleine und mittlere Einkommen. Genau, das ist derzeit die Grundlage, die wir bearbeiten und damit auch eine Basis legen, dass es auch klar ist, wie diese Entlastung in den nächsten Jahren weitergehen wird. Und wird es da auch 2019 schon einen ersten Teil geben, der, sage ich einmal, vorgezogen wird, oder müssen wir jetzt wirklich 2 Jahre warten, bis wir dann das erste große Entlastungspaket spüren? Also das Schöne ist ja, dass durch die Sofortmaßnahmen die Wartezeit, sage ich mal, gut überbrückbar ist, und das ist genau die Idee dahinter. Wir haben mit den 2 Maßnahmen, die wir vorhin besprochen haben, auch jetzt schon Entlastungen in der Summe von 1,7 Milliarden, ja, die wir in die Wirkung bringen. Und die werden ab 19, wie wir vorher gesprochen haben, ja durch den Familienbonus einen ganz großen Ansatz haben. Und wir gehen davon aus, dass wir dann ab 20 mit der Gesamtstrukturreform den nächsten noch deutlicheren großen Schritt, der aber nicht nur die Entlastung vom Betrag her bringen soll, sondern auch durch eine deutliche Vereinfachung des Gesamtsystems nicht nur die direkte Entlastung bei den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch eine deutliche Entlastung indirekter Unternehmen bringen wird. Weil wir damit ja auch Themen der Lohnverrechnung, ja, der ganzen Strukturbemessung, die Bemessungsgrundlage der Steuer- und der Sozialbeiträge, ja, entsprechend vereinheitlichen wollen. Also da gibt es eine Fülle von Maßnahmen, die auch erstens den Bürgern die Chance gibt, wieder zu verstehen, was steht am Lohnzettel und warum kommt unten das raus, wenn oben das steht, und gleichzeitig auch den Aufwand der Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich deutlich reduzieren und damit auch eine positive Wirkung für den Standort unterstützen werden. Ein Ziel dieser Regierung war es ja auch, die Abgabenquote deutlich zu senken. Da steht jetzt im Regierungsprogramm drinnen Richtung 40%. Ursprünglich waren einmal 40% das Ziel. Was ist Ihr Ziel? Ich habe mich schon so weit hinausgelehnt, dass ich auch am Beginn schon gesagt habe, mein persönliches Ziel ist es, da möglicherweise auch den Vierer vorne weg zu haben und sogar unter 40 zu kommen. Und ich halte das durchaus für machbar. So gesehen bin ich vielleicht übermütig aus Sicht der Opposition, was das betrifft. Aber ich glaube wirklich daran, wenn wir konsequent arbeiten an diesen Eckpfeilern, die wir heute diskutieren, dann werden wir auch das erreichen können. Abschließende Frage noch, was mich persönlich interessieren würde. Sie waren erfolgreicher Manager bei einem der größten Unternehmen in Österreich. Der Sebastian Kurz hat Sie dann gefragt, in die Politik zu wechseln. Wie lange haben Sie eigentlich überlegt, als der Sebastian Kurz Sie gefragt hat? Und war es eine schwierige Entscheidung, diesen Wechsel zu vollziehen? Es gab 2 Phasen. Ja, das eine ist, ich wurde sozusagen vorinformiert, dass ich eine Option bin in Überlegungen, ja, was die neue Regierung betrifft. Da war aber noch nicht klar und konkret, in welcher Form, in welcher Funktion. Ich habe das auch damals noch sehr, sage ich mal, zurückgehalten und nicht viel investiert. Ich habe mich dann natürlich sehr interessiert für das Programm, auch für die Inhalte, um das einmal einschätzen zu können. Die konkrete Entscheidungsfrage war dann natürlich der Moment, wo ich dann so richtig realisiert habe, jetzt ist es wirklich ernst. Ich habe nicht lange überlegt. Ich habe meine Frau gefragt, ob sie auch da mitgeht und einverstanden ist, wenn ich einen solchen Schritt setze. Sie hat mir, so wie bei allen großen Entscheidungen, auch die ich beruflich gelegt habe in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch hier volle Unterstützung zugesagt. Und daraufhin habe ich sehr schnell eigentlich aus einer Bauchentscheidung heraus dem Sebastian Kurz, den ich ja doch schon seit längerem kenne, auch persönlich zugesagt, ich mache das, ja, wissend, dass damit natürlich eine nicht nur große Veränderung im beruflichen Bereich ist, auch im privaten Bereich, auch im finanziellen Bereich. Aber bei mir ist eine Begeisterung entstanden, die der Sebastian Kurz ausgelöst hat, schon als er die ÖVP übernommen hat, sie geöffnet hat als Bewegung, ein tolles Wahlprogramm gelegt hat. Auch der Erfolg der Wahl, auch das Regierungsprogramm, das war die Grundlage, wo ich gesagt habe, wann, wenn nicht jetzt,
Das ist auch eine Formulierung eines Wahlplakats von Sebastian. Und so gesehen habe ich die Entscheidung sehr rasch getroffen. Okay. Ganz abschließende Frage, Überleitung auf unseren nächsten Gast. Werden Sie eigentlich zum Opernball gehen? Einige Regierungsmitglieder haben ja bereits gesagt, sie werden nicht daran teilnehmen. Wie schaut es bei Ihnen aus? Also ich werde teilnehmen. Es ist vorweggenommen mein zweiter Besuch am Opernball. Ich war vor 3 Jahren, glaube ich, ist es her, auch privat erstmals am Opernball. Ich habe jetzt die Chance, und die nutze ich gerne, dass ich auch aus dem europäischen Ansatz heraus die Möglichkeit habe, den bulgarischen Finanzminister und auch den estischen Finanzminister einzuladen. Das heißt, wir sind ja auch in dem Bereich in der Trilogieverantwortung, was die europäische Finanzpolitik betrifft. Wir werden die Chance nutzen, am Rande auch in Arbeitsgesprächen den Mittelfristrahmen für das EU-Budget in dem Bereich zu besprechen. Und so gesehen freue ich mich, dass ich hier sowohl inhaltlich, aber dann natürlich auch das Vergnügen habe, am Opernball dabei sein zu können. Okay. Herr Minister, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. War sehr spannend. Viele spannende Ansagen dabei. Ich glaube, wir werden uns in den nächsten Monaten noch öfters hier sehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bei uns geht es jetzt gleich weiter mit einem ganz anderen Gast, aber mit einem ähnlichen Thema, nämlich dem Wiener Opernball. Und zwar Richard Lugner wird hier sein und wird uns hoffentlich verraten, wen er denn als Gast zum Wiener Opernball bringt. Das wird wohl nicht der bulgarische und auch nicht der estnische Finanzminister sein. Also, gleich sind wir wieder da, ganz kurze Werbeunterbrechung, dann zurück bei Fellner Live.